Hallo und herzlich willkommen bei abiweb.de. Heute beschäftigen wir uns mit der Elektrochemie, genauer gesagt dem galvanischen Element. Als typischen Aufbau haben wir hier eine Zink-Kupfer-Kombination, was man auch als Daniell-Element bezeichnet. Die Basis eines galvanischen Elements ist die Nutzung der Energie, die entsteht bei der räumlichen Getrenntheit von Oxidation und Reduktion. Bei einem galvanischen Element haben wir immer zwei sogenannte Halbzellen. Der typische Aufbau bestehend aus einer Elektrode und einer Elektrolytlösung. In diesem Beispiel jetzt haben wir zwei Halbzellen, einmal eine Zinkhalbzelle und eine Kupferhalbzelle. Während eine Zinkelektrode in eine Zinksulfatlösung getaucht ist und eine Kupferelektrode in eine Kupfersulfatlösung. Was wir hier jetzt sehen, ist eine räumliche Trennung von Oxidation und Reduktion. Erstmal fürs Verständnis ist es wichtig zu verstehen, dass Zink eher dazu neigt, im oxidierten Zustand vorzuliegen, anstelle von Kupfer. Man spricht in diesem Rahmen von edel und unedel und kann diese Werte nach dem Standardelektrodenpotential aus den Tabellen im Anhang von Abiturprüfung oder vom Tafelwerk ablesen. In diesem Falle ist Zink oder liegt Zink lieber in der oxidierten Form vor, während Kupfer lieber in der reduzierten Form vorliegt. So, was hier jetzt passiert, ist, dass wir in der ersten Elektrode eine sogenannte Reduktion vorliegen haben. Das heißt, Kupfer nimmt Elektronen auf und fällt aus, was dazu führt, dass die Elektrode hier wächst und die Kupfersulfatlösung mit der Zeit von der Farbe blau in die Farbe klar übergeht, weil die Kupferionen aus der Lösung sich an der Elektrode abscheiden. Was hier abläuft, ist an der Kathode die Reduktion. In der anderen Halbzelle haben wir die Zinkelektrode. An der Zinkelektrode haben wir genau den umgekehrten Vorgang. Zink geht in Lösung, da es lieber in der oxidierten Form vorliegt, gibt seine Elektronen ab. Und diese Elektronen, und darauf basiert das galvanische Element, wandert jetzt aufgrund des Elektronengefälles, da hier keine Elektronen vorhanden sind, beziehungsweise benötigt werden, weil Kupfer in die reduzierte Form übergeht, über den Draht, das heißt über die räumliche Trennung. Diese Elektronen wandern durch den Endverbraucher oder durch das Voltmeter oder das Ampermeter, je nachdem, was man hier geschalten hat, und dienen dann zum Beispiel zur Umsetzung von dieser chemischen Energie in irgendeine andere Form von Energie, zum Beispiel mechanischer Energie, den Antrieb von irgendeiner Turbine zum Beispiel oder das typische Beispiel natürlich die Batterie von verschiedenen, von der Fernbedienung oder etwas dergleichen. Und diese Elektronen, die jetzt hier rüberkommen, die reagieren mit dem Kupfer, scheiden sich ab, Zink geht in Lösung. So, dieser ganze Vorgang läuft jetzt so lange ab, bis die Zinkelektrode sich vollkommen aufgelöst hat, weil das Zink in Lösung geht und Kupfer komplett hier abgeschieden ist. Was dabei dann entsteht, ist ein elektrisches Potenzial, da wir ja einen Unterschied haben zwischen den beiden, und dieses Potenzial kann man nutzen, und zwar dann für verschiedene Endverbraucher. Was wir uns merken ist, dass wir an der Anode immer in diesem Falle den Minuspol haben und die Oxidation. Das kann man sich sehr gut merken mit OMA, Oxidation, Minuspol, Anode. Und an der Kathode haben wir immer die Reduktion und den Pluspol vorliegen. Generell ist natürlich jetzt wichtig zu verinnerlichen, dass dies das Daniell-Element ist. Die Elektroden und Elektrodenlösung können natürlich ausgetauscht werden. Zu beachten ist, dass die entsprechende Potentialdifferenz von den Standard-Elektrodenpotential gegeben ist, dass überhaupt dieser Vorgang stattfinden kann. Wenn ich beispielsweise in beiden eine Zinkelektrode vorliegen hatte, würde nichts passieren, beziehungsweise ein gleich edleres Metall, eine gleich edlere Halbzelle aus einem ähnlichen Material. Diese Unterschiede von dem Bedürfnis, in einen oxidativen Zustand überzugehen, sind die Basis für diesen gesamten Vorgang.